ganz kurz mal zu diesem unendlich großen Thema Freiheit. Ich treffe ja ohne Ende Menschen, die glauben, sie seien frei, und ich muss mich immer totlachen. Weil je mehr jemand glaubt, dass er frei ist, desto schneller stelle ich fest, der ist es nun mal überhaupt nicht. Der ist gefangen ohne Ende in seinen Prinzipien, in seinen festgefahrenen Ansichten, in dem Glauben, die Welt erklären zu können, in dem Glauben, Weisheit zu haben. Also ich habe eine ganz große Freiheit, nämlich die Freiheit zu sagen, ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass jede einzelne Idee von mir eine Idee ist, die sich im nächsten Moment zerschlagen kann. Eine These. Der Stand der Dinge. Der Stand meiner Erfahrungen. Da drin, da sind sie. Da liegen sie irgendwo rum, die Erfahrungen. Und mit denen muss ich arbeiten. Also selbst dann, wenn ich ja Möglichkeiten habe, die heute schon neue Theorien ermöglichen. Nämlich, dass ich google im Internet. Weil da muss ich nämlich zunächst einmal auch auf Suchwörter zurückgreifen. Und auf welche greife ich zurück? Auf die, die hier schon gespeichert sind. Ganz konservativ gespeichert. Da habe ich nur einen ganz bestimmten Schatz an Suchwörtern, auf die ich zurückgreifen kann. Aber da kann ich tricksen. Weil Google nämlich lustigerweise dann anfängt, mir zusätzliche Tipps zu geben. Und da muss ich dann unterscheiden zwischen zwei zusätzlichen. Das eine ist ein Suchwort oder ein Titel, wo ich sage, ach ja, richtig, ja, hatte ich ja gespeichert, habe ich bloß vergessen. Habe ich nicht vergessen, sondern wir haben ja das aktive und das passive Gedächtnis, das wissen wir ja alle. Und wenn ich jetzt nach einem Suchwort suche, dann ist das wie wenn ich nach einer Vokabel suche. Manche fallen mir aktiv ein, also ich überlege mir Suchwort, was nehmen wir mal? Bewusstsein. Und dann fällt mir dazu vielleicht ein Sigmund Freud, Jung, was auch immer. Aber es gibt ohne Ende Dinge, die mir nicht einfallen. Aber wenn ich sie dann sehe auf Google, dann weiß ich, ah ja, richtig, der hat sich auch noch damit beschäftigt und der hat sich auch noch damit beschäftigt und der hatte die Idee dazu und der hatte die andere Idee dazu. Mit Vokabeln, das Gleiche, ja? Ich überlege mir eine Vokabel, sie fällt mir nicht ein, eine englische Vokabel, ein englisches Wort für, ja, ich sag mal konkret Stativ, weil das ist so ein Fall. Habe ich vorgestern erst das englische Wort für Stativ gegoogelt und deswegen weiß ich, wenn ich jetzt nochmal google, dann kommt der Aha-Effekt. Ja, richtig, das war's doch, ist doch ganz einfach, könntest du dir endlich merken. Fakt ist aber, mir fällt schon wieder nicht ein, mir fällt das Wort, das ich gestern oder vorgestern gegoogelt habe für Stativ, nicht ein. Aktiv geht nichts, passiv. Ich finde es und sage sofort, ja, na klar, du alter Esel. Das ist also das Problem. Dass wir nur auf einen Teil dessen, was wir wirklich hier gespeichert haben, zurückgreifen können. Aber das können wir austricksen, zum Beispiel durch Google. Oder zum Beispiel, indem wir hinausgehen in die Welt und gucken, wo ist noch irgendetwas, was wir eigentlich schon gewusst haben, aber wieder vergessen.
Und dann können wir unser Spektrum natürlich entweder so belassen, bei all den Dingen, die wir schon gewusst haben, die schon bei uns gespeichert sind, die schon in uns drinstecken, oder wir können schauen, dass wir noch was dazu finden. Und das ist eben die große, weite Welt. Und die findet natürlich nicht nur im Internet statt, sondern die findet hauptsächlich dadurch statt, dass wir uns mitten hinein stürzen in Plätze, in Orte, wo es Menschen gibt, Kulturen gibt, Religionen gibt, politische Ansichten gibt, Weltanschauungen gibt, Ideen gibt, Kunst gibt, Kultur gibt, Theater, Musik, Wissenschaft, Poesie, wo wir auf Dinge stoßen können, die noch nicht da drin sind. Und dadurch hier uns erweitern, unser Bewusstsein erweitern, unser Denken erweitern, unseren Horizont erweitern. Das ist es, das ist es, den Horizont erweitern. Ja? Und wenn es nur ist, was für mich persönlich immer gut funktioniert, Widersprüche entdecken und dann widersprüchliche Erfahrungen. Ganz fest hier, Achtung, das war nichts, das haben wir schon getestet, weil soweit, dass ich irgendwelche Wahrheiten entdecke, soweit werde ich wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht sein, kann ich euch auch keine einzige anbieten, nicht eine einzige. Glaubt mir kein Wort von dem, was ich sage. Das sind alles nur Thesen, 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 Vermutungen, Vermutungen, Spekulationen. Müsst ihr hinter jedem Satz, den ich sage, ein Fragezeichen, zwei, fünf Fragezeichen sehen. Aber was ich kann, ist Widersprüche aufdecken. Deswegen bin ich auch so verhasst. Deswegen mögen sie mich auch nicht. Weil ich immer schnell, wenn einer bla bla erzählt, sage, hallo, das kann aber nicht stimmen, das kann nicht sein. Du widersprichst dir sogar selbst und merkst es nicht. Sagst einmal A und dann sagst du das Gegenteil von A. Widersprüche aufdecken ist eine gute Möglichkeit, das Gerümpel aus dem Kopf zu kriegen. Und Platz zu schaffen für Dinge, die eventuell näher dran sind an der Wahrheit oder dich zur Wahrheit, zur Erkenntnis führen.